Ja, mir geht's gut. Bin unterwegs zu dir. Wie geht's dir? Geht so. Aber hast du Daylan gesehen? Natürlich nicht. Hab gerade mit ihm gesprochen. Wirklich? Ist er verletzt? Nein, aber er hat mir was erzählt. Daylan war die ganze Zeit mit Mercer in Kontakt. Hat die Feier erwähnt. Und für Mercer war das die perfekte Gelegenheit. Rinella? Binda, es ist nur so viel Tod und Schmerz. Wieso hat Daylan das getan? Er dachte, Mercer würde uns beschützen. Mercer hat Daylan schon immer manipuliert. Wir sind keine Kinder mehr. Aber er hat sich unter Mercers Regime seltsam wohlgefühlt. Seine Art, die Gewalt zu überleben. Die neue Freiheit. Der Widerstand. Das war für uns alle schwer. Ich hätte wissen müssen, dass es Daylan härter trifft. Dich trifft keine Schuld, Rinella. Ich hätte es kommen sehen müssen. Wir alle waren blind. Wenn ich nur mit ihm geredet hätte. Und was gesagt hättest, hör nicht auf Mercer, hätte nicht geklappt. Wir müssen ihn finden. Ich glaube, wir sollten ihm Raum geben. Er kommt zurück, wenn er bereit ist. Vielleicht hast du recht. Wir können reden, wenn du hier bist. Thank you.
Danke für die Gaben. Ich bin zu weit weg.
Danke für die Gaben. Da bist du ja. Priya hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Na'vi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Billy. Er ließ sein Leben für mich. Für uns. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch Na'vi an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. Jemanden zu verlieren, ist nie leicht. Glaub mir. Nur das Vermissen lässt irgendwann ein bisschen nach. So schön, dich zu sehen. Du lebst noch. Ja. Wie geht es dir? Ganz ehrlich? Nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Sotlek sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Arma kann man ihnen nicht trauen. Und warum? Ich hätte fragen sollen, aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Vielleicht. Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit. Aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Nur für jetzt. Bis wir es unter Kontrolle haben. Okay. Ich sehe nach Nor. Vielleicht hätte ich mehr tun sollen. Hätte ich Alma nur früher von Mercers Plänen erzählt.
Wir müssen alles so schnell wie möglich an den Start kriegen. Aber alle trödeln hier noch vor sich hin. Diese Verbrennungen in der Lunge sind schwerwiegend. Ich will ja keine Panik auslösen, aber wir haben nicht genug Medizin. Oh, du bist in Sicherheit. Aber wir müssen reden. Hey, wir haben unzählbar viele Verletzte. Alma, ist sie... Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Wird sie es schaffen? Sie muss, aber ich bin keine Expertin für Navi-Physiologie. Hajir wüsste, was zu tun ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Oh nein, Hajir auch? Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht. Es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Medikamente helfen kaum. Alle leiden. Und ich kann nicht helfen. Soll ich nachsehen? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Ja, vielleicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ich muss mich um Alma kümmern. Sorry. Ich muss doch irgendwie helfen können. Hajir, er ist tot. Es tut mir so leid. Ich will ihn nicht dort lassen. Er soll bei uns sein. Ja, das wollen wir alle. Ich wollte ihm von der Flechte erzählen, aber er wollte in seine Koje. Morgen bei einem Tee, sagte er. Und dann war er fort. Ich werde ihn vermissen. Auch wenn ich seinen Tee nicht mochte. Du hast nicht den richtigen Tee probiert, hätte er gesagt. Hey! Ich will mich nicht einmischen, aber ich mache mir Sorgen, dass Rinella sich übernimmt. Sprichst du mit ihr? Brauchst du irgendwas? Ich habe hier gerade gut zu tun. Woran arbeitest du? Das wird eine Gedenkstätte. Für die, die wir verloren haben. Ich muss mich ablenken. Irgendetwas tun, erschaffen. In meiner Traurigkeit. Eine schöne Idee. Kann ich helfen? Es gibt gutes Holz in dieser Region. Solek fand es. Daraus mache ich Regale für Fotos und Andenken. Solek meinte, es gibt einen Nektar, mit dem man kleine Laternen machen kann. Kannst du mir den Nektar bringen? Natürlich. Solek hat den verhangenen Wald bereits erkundet. Ja, er meinte, man findet ihn in Ameisennestern. Hoffentlich findest du welchen. Ich muss jetzt weitermachen. Danke. Das wird Jin sicher gefallen. Diese Verbrennungen in der Lunge sind schwerwiegend. Ich will ja keine Panik auslösen, aber wir haben nicht genug Medizin. Schon versucht, reagier nicht auf die Medikamente. Hast du Nalin dazu befragt? Wir haben auch kaum noch Rationen. Gib einfach der... Mehr Ausrüstung? Pass gut auf dich auf. Was kann ich für dich tun? Das wollte ich dich fragen. Ich weiß, du wirst nicht fragen. Also biete ich dir meine Hilfe an, Rinella. Oh. Jede Hilfe ist willkommen. Priya hat Probleme in der Kommandozentrale. Ihr fehlen viele Teile.
Ein weiteres Paar Hände kann bestimmt nicht schaden. Dann geht es schneller. Wir hatten keine Chance. Du brauchst was Neues. Lass dich nicht zerstückeln. Ich fühle mich dafür nicht bereit. Nicht ohne Hajir. Zurück? Mit ein paar guten Ideen, wie man den Holotisch stabilisiert? Das Ding hasst mich. Mit Holotischen kenne ich mich leider nicht aus. Da sind wir schon zwei. Sorry, dass ich gereizt bin. Alles ein bisschen viel gerade. Ich weiß. Wo liegt das Problem? Was kann ich tun? Ich denke, ich habe ihn jetzt richtig kalibriert. Könntest du bitte den Stromkreis da drüben wiederherstellen? Ich überwache das Ganze von hier aus. Wir müssen alles so schnell wie möglich an den Start kriegen. Aber alle trödeln hier noch vor sich hin.